Kommunikationsmedien in Bamberg. Möglicherweise, ich weiß nicht genau, kann ich mal kurz hier gucken, wer von Ihnen oder euch hat 2005 an der Umfrage, wie ich blogge, mitgemacht? Ah ja, okay, dann sind doch nicht so viele. Das zeigt mir, dass die Blogosphäre und auch die, die daran interessiert sind, in den letzten 2 Jahren auch nochmal deutlich gewachsen ist. Ich wurde angefragt hier für die Tagung, dass ich einen Vortrag halten soll, wie bloggen wir eigentlich? Ich habe dann ein bisschen überlegt, hätte die Möglichkeit gehabt, jetzt hier nochmal Ergebnisse vorzustellen von den Umfragen, die wir 2005 oder Mitte 2006 gemacht haben. Ich habe mich dann dagegen entschieden, zum einen, weil ich die Vorträge in den letzten Monaten schon ziemlich oft gehalten habe, auf soziologischen oder kommunikationswissenschaftlichen Tagungen, die natürlich auch alle ganz daran interessiert sind, was jetzt dieses Bloggen überhaupt ist. Und zum anderen, weil ich einfach mal noch ein bisschen was anderes machen wollte. Ich wollte mich mal mit so ein paar Mythen, Vorurteilen, Urteilen auseinandersetzen, die so in der Diskussion um Weblogs herumschwirren. Ich habe dann sozusagen diesen Vortrag dementsprechend Mythen der Blogosphäre genannt. Das Ganze wird, Sie werden es sehen, ist ein bisschen ein Plädoyer für den Longtail. Also ganz am Ende kommen ist eigentlich ganz schlechte Taktik und didaktisch auch gar nicht gut am Ende, am Anfang vom Vortrag schon zu sagen, worauf es am Ende hinausläuft. Aber wenn jemand von Ihnen nicht daran interessiert ist, irgendwas über den Longtail zu erfahren, dann wäre jetzt vielleicht die Gelegenheit, auch noch runter in die Lounge zu gehen. Ansonsten fange ich einfach an, indem ich über Blogs spreche, über die Vielfalt der Blogosphäre. Was ist die Blogosphäre? Was sind Blogs? Ist es das hier? Oder das? Das hier? Achso, wenn sich jemand entdeckt, mal ganz laut hier rufen. Ist es hier? Oder das? Oder das? Achso, wollte gerade sagen. Oder doch hier? Oder hier? Oder hier? Oder hier? Oder hier? Ah, wusste ich, dass Steffen da ist. Oder hier? Oder hier? Ein bisschen dunkel. Oder das hier? Oder ist es doch das hier? Ein wunderschönes Bild, aber keine Einträge vorhanden. Die Blogosphäre ist unglaublich vielfältig. Ich denke, das weiß jeder von uns hier, der sich einfach mal hineingewagt hat, der vielleicht selber Blogs liest. Meine Frage ist, ob es dann überhaupt noch Sinn macht, von den Blogs oder dem Blog überhaupt zu sprechen. Und ich sage einerseits, ja, natürlich macht es Sinn. Blogs haben eine Gemeinsamkeit, sie sind ein technisches Format, was man sozusagen definieren kann als relativ regelmäßig aktualisierte Webseite, rückwärts chronologisch angeordnete Beiträge und die Beiträge können in der Regel einzeln kommentiert werden. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Aber es macht meines Erachtens keinen Sinn, von dem Blog oder den Blogs zu sprechen, wenn man damit eine bestimmte Nutzergruppe verbindet oder einen bestimmten Inhalt oder auch eine bestimmte Praxis des Bloggens. Und ich hatte es gerade schon einleitend gesagt, ich möchte mich jetzt in diesem Vortrag einfach mit so ein paar Verallgemeinerungen, Mythen befassen, die in der Diskussion rund um die Blogosphäre und um Weblogs auftauchen und die meines Erachtens versuchen, Blogs eben immer auf eine bestimmte Sache zu verallgemeinern. Und das möchte ich eben sagen, möchte ich darstellen, möchte ich kritisieren und wie gesagt am Ende in einem Fazit ein wenig salbungsvoll dem etwas anderes entgegenstellen. Es sind genauer gesagt 3 Mythen. Der Mythos vom Nutzer als Nerd oder vom Nerd als Nutzer. Der Mythos von der Gegenöffentlichkeit und der Mythos von der Irrelevanz. Falls Sie erwartet haben, dass ich jetzt nur gegen die Leute schieße, die von außerhalb der Blogosphäre auf die Blogs schauen und Blogs von außen betrachten, muss ich Sie enttäuschen. Einer dieser Mythen, oder eigentlich 2 dieser Mythen, werden auch innerhalb der Blogosphäre, wahrscheinlich auch von Ihnen und euch, gerne vertreten. Also nehmen Sie sich in Acht. Ich werde also fragen, worauf spielen diese Mythen an, wo irren sie, wie kommen sie zustande und was kann man dem entgegensetzen? Ich fange an mit dem ersten Mythos. Der Nerdnutzer, Blogger sind übergewichtig und haben 3 Tage Bart. Vielleicht schauen Sie jetzt nochmal Ihren Nachbarn an und überprüfen, dann wir können eine kleine empirische Studie machen. Nein, machen wir nicht. Wo kommt dieser Mythos her oder was ist damit gemeint? Es gab eine aus meiner Sicht sehr schöne und sehr anschauliche Begebenheit vor einigen Monaten. Da ist eine Pressemitteilung kursiert. Da hat eine Marktforschungsagentur 13.000 Internetnutzer befragt und kam dann zu dem Schluss, der erwachsene Prototyp-Blogger ist männlich und trägt 3 Tage Bart.
Er ist bis 29 Jahre alt, führt eine freischaffende Tätigkeit aus. Die körperliche Fitness zählt nicht zu seinen Prioritäten. Viele der Intensivnutzer bezeichnen sich selbst als kaum oder untrainiert und leicht übergewichtig bis stattlich. Auf den ersten Blick, versteht man mich auch so? Ist das besser? Nee? Das ist ein bisschen doof, ich muss mich immer so vorbeugen. Also auf den ersten Blick, wenn man sich das anschaut, 13.000 Internetnutzer, wow, na, da muss ja was dran sein. Und diese Befunde, ja, die bedienen ja vielleicht auch so ein bisschen dieses Klischee, was man sich von dem Blogger so vorstellt. Das erste Problem ist die Annahme, dass viele Befragte, in dem Fall 13.000, automatisch auch Repräsentativität bedeuten, stimmt nicht. Man hätte hier auch 30.000, 300.000 befragen können, wie wir gleich sehen werden, sind diese Ergebnisse verzerrt. Das erste Problem, was wir haben, wenn wir auf Blogger schließen, es wurden hier tatsächlich nur Internetnutzer über 18 Jahren befragt, was schon mal all die Blogger, die jünger sind als 18 Jahren, ausschließt. Und wie Sie möglicherweise wissen und wie man eben auch aus entsprechenden Forschung weiß, ist ein Großteil der Blogger oder ein ganz beträchtlicher Anteil der Blogger ist tatsächlich im Teenageralter und fällt hier schon mal automatisch raus. Und was aber noch viel wichtiger und viel entscheidender ist für die, sozusagen für die Kritik dieser Aussage, es wurden nur Friendscout24-Nutzer befragt. Es war also eine Umfrage, man konnte es aus der Pressemitteilung konnte man so ein bisschen erschließen. Ich habe dann auch mal bei der entsprechenden Agentur nachgefragt. Es war tatsächlich eine Umfrage im Auftrag von Friendscout24, wo ganz andere Dinge auch im Mittelpunkt standen. Und unter anderem wurde gefragt, bloggen Sie? Und dann wurde sozusagen die Pressemitteilung wurde aus der Gruppe gebastelt, die bloggt. Dadurch kommen zum Beispiel auch diese Aussagen zustande, der Drei-Tage-Bart, wo man hier und das Untrainierte, das hatte mich schon gewundert, weil normal, also in den Umfragen, die ich kenne, in den sozialwissenschaftlichen, fragen eigentlich nie nach Bartwuchs oder nach Körperstatur. Das sind einfach Angaben, die aus den Profilen übernommen wurden. Also Friendscout24, natürlich, da sind Informationen enthalten, ob ein Drei-Tage-Bart da ist oder wie die körperliche Statur ist. Das heißt aber hier, also gut, man in gewisser Weise muss man hier natürlich ein bisschen was darüber wissen, wie solche Umfragen zustande kommen. Aber das war so ein schönes Beispiel, wie, also hier auf Grundlage einer dann letztlich unzureichenden Stichprobe, oder anders gesagt, nein, man kann natürlich Friendscout24-Nutzer befragen, nur davon dann auf die Blogger zu schließen, ist also gewagt. Das ist hier stellvertretend für andere, nicht Umfragen, aber andere Bilder, die so in der Öffentlichkeit kursieren. Das Bild vom Blogger als Nerd, der möglichst im Pyjama dann auch noch vor seinem Rechner sitzt und sozusagen darüber schreibt, was ihn interessiert, ist weit verbreitet. Ich will nicht sagen, dass es komplett falsch ist. Wer hat schon mal im Pyjama gebloggt? Okay, ein paar. Es liegt zumindest in einem Punkt falsch und auf den will ich jetzt im Weiteren eingehen. Das Interessante, was in all diesen Umfragen nicht herauskommt, die Blogosphäre ist tatsächlich weiblich. Der Großteil. Oder, naja, wir werden es sehen, ich will es nicht vorwegnehmen. Wir wissen aus Daten, aus anderen Umfragen, die nicht bei Friendscout24 durchgeführt werden, wissen wir was über das Geschlechterverhältnis. Wir wissen nichts über Pyjama und Körperstatur, wir wissen was über das Geschlechterverhältnis. Das ist zum Beispiel die Umfrage, von der, die ich vorhin erwähnt hatte, die wir durchgeführt haben. Auch hier gleich der Einwand, die ist nicht repräsentativ. Aber hier haben wir zum Beispiel schon mal ein Geschlechterverhältnis fast 50-50. Und wenn man die Tendenz mit einbezieht, dass Männer eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, an Online-Umfragen teilzunehmen, ganz generell. Männer haben höhere Bereitschaft, an so Umfragen teilzunehmen. Dann ist also ein fast ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in dieser Umfrage schon relativ bemerkenswert. Es wird noch deutlicher, wenn wir uns die Daten angucken, die Bochumer Kolleginnen durchgeführt haben. Die haben eine Inhaltsanalyse durchgeführt, haben nicht ganz 500 oder wie viel? 416 Weblogs zufällig ausgewählt über den damals noch existierenden Dienst Blogstats. Haben also 400 Weblogs, die an dem Tag aktualisiert wurden, zufällig ausgewählt und haben inhaltsanalytisch geguckt, wer sind die Leute, die da schreiben. Man konnte bei knapp 90% konnte man tatsächlich Geschlecht und Alter zuordnen. Und der sehr interessante Befund ist, unter den Autoren dieser Blogs waren 2/3 Frauen. Und jetzt als Kontrast, vielleicht um auch zu erklären, wie dieses Bild vom männlichen Blogger, vom Nerd zustande kommt. Das ist die Verteilung der Autoren der Top 100 Blogs aus dem letzten Jahr. Also da haben wir die deutschen Blogcharts.de uns angeschaut. Das sind sozusagen wöchentlich aktualisierte Charts in der deutschen Blogosphäre, die messen, was die beliebtesten Weblogs sind, gemessen an eingehenden Links, basiert auf Technorati, führt ein bisschen weit. Nehmen wir es einfach nur mal so, es geht hier um die Top 100 Weblogs, was die Aufmerksamkeit angeht.
Wir haben hier uns auch diese Blogs mal angeschaut, haben geschaut, wer führt denn diese Weblogs. Und was wir da gesehen haben, war ein genau umgekehrtes Bild als das, was wir in dieser Zufallsstichprobe von den Bochumer Kollegen haben. Unter den Top 100 Blogs, also das, was man und was ich später auch nochmal als A-List bezeichnen werde, ich habe das A-Wort gesagt, A-List, haben wir mehr als 3/4 Männer und nur 20% Frauen. Das eine fehlende Prozent sind Blogs, wo man es nicht feststellen konnte. Das heißt, wir haben je nachdem, wo man in der Blogosphäre schaut, haben wir ganz unterschiedliche Geschlechterverhältnisse. Das hier in der Mitte ist das, was meiner Ansicht nach den tatsächlichen Verhältnissen am nächsten kommt. Das hier ist das, was die Blogosphäre in gewisser Weise, was den, ich will nicht sagen Zentrum der Blogosphäre, aber was sozusagen den obersten Bereich, die sichtbarsten, die am meisten verlinkten Weblogs angeht. Wir sehen also hier eindeutig eine ganz, ganz starke Diskrepanz jetzt im Bereich des Geschlechts. Ich komme da nachher dann nochmal drauf zurück. Ich will jetzt zum zweiten Mythos kommen. Das ist der Mythos von der Gegenöffentlichkeit, so als Slogan vielleicht diese These, dass Weblogs jeden zum Journalisten machen. Kennen Sie sicher alle. Das ist eine These, die auch sehr gerne von Bloggern selbst vertreten wird. Und zwar ist es natürlich schön, dass man sozusagen die Vorzüge des Formats gegenüber vor allem den klassischen Massenmedien, so dem Lieblingsfeind vielleicht, herausstellen kann. Man kann sagen, ja, mit Weblogs, da kann jeder die Möglichkeit zu publizieren, kann Informationen und seine Meinungen veröffentlichen. Da wird gerne auf die USA verwiesen, wo Weblogs also auch im politischen Bereich, im Journalismus inzwischen wirklich eine ganz wichtige Rolle spielen. Das ist im deutschsprachigen Raum nicht ganz so. Ich möchte der These, ohne die jetzt komplett in Bausch und Bogen zu verdammen, möchte ich aber entgegenhalten, dass es verschiedene Tendenzen oder verschiedene Entwicklungen gibt, die es eigentlich auch nicht sinnvoll machen, von Blogs jetzt als dem geborenen Alternativmedium oder dem der Gegenöffentlichkeit zu sprechen. Das eine ist natürlich, dass Blogs inzwischen gar nicht mehr nur von uns, sage ich jetzt mal, geführt werden, sondern natürlich gibt es inzwischen auch etablierte Medien, massenmediale Angebote, Zeitungen, Radiosender, Fernsehsender, die Weblogs in irgendeiner Form in ihr Angebot einsetzen. Es gibt professionell ausgebildete Journalisten, die Weblogs führen, sei es privat oder freiberuflich, sei es auch eben auf den Online-Angeboten von, in Anführungsstrichen, Mainstream-Medien. Das ist also schon mal das eine, was so eine klare Trennung zwischen, sagen, dem Journalismus oder den Massenmedien auf der einen Seite und den Bloggern der Blogosphäre auf der anderen Seite unsinnig macht. Das zweite, und ich mache das gleich auf der nächsten Folie dann noch mit der Grafik veranschaulich, dass interessanterweise sind die meistverlinkten Angebote in der deutschsprachigen Blogosphäre sind nicht Blogs selber, sondern es sind Massenmedien. Und drittens, wenn man sich anschaut, worüber die Personen und worüber in Deutschland gebloggt wird, dann werden wir sehen, dass es der Mehrzahl der Blogger eben gar nicht um so etwas geht wie Alternativjournalismus oder um, Sie sagen mir da, wenn da irgendwelche Fragen kommen, ne? Dann unterbreche ich gerne. Nein, es geht den allermeisten Bloggern gar nicht darum, irgendwie Alternativjournalismus zu machen und irgendwie Gegenöffentlichkeit zu betreiben. Nein, sie wollen persönliche Öffentlichkeiten schaffen. Sie wollen eine Möglichkeit suchen, sich selbst, die eigenen Ideen, Gedanken, Erlebnisse mit anderen zu teilen. Wir haben das, ich veranschauliche das mal mit zwei Grafiken. Das ist zu der ersten These. Das ist auch wieder auf der Basis der deutschen Blogcharts eine Gegenüberstellung oder eine Kombination von zwei Ranglisten. Einmal die 40 meistverlinkten medialen oder massenmedialen Angebote und die Top 100 meistverlinkten deutschen Blogs. Und wenn man das kombiniert, kommt man zu folgendem Bild. Ganz oben, okay, Wikipedia fällt ein bisschen raus. Wikipedia ist also sozusagen die meistverlinkte Webseite innerhalb der deutschsprachigen Blogosphäre. Das sind Daten jetzt von Anfang des Monats. Dann kommt Spiegel, Online, Heise, Zeit, Süddeutsche etc. auf Platz 2, 4, 6, 8, 10, 11 kommt das Bildblog, wo man ja auch noch drüber schreiben kann, ist es denn jetzt ein Blog oder nicht? Keine Kommentare etc. Diskussion will ich hier gar nicht führen. Mal gucken ein bisschen weiter. Dann kommt Spreeblick, Robert Basic, Lawblog hier unten noch. Aber Sie sehen also diese roten Angebote, das sind Blogs oder Angebote aus der Blogosphäre. Selbst Ehrensenf, was da unten noch auftaucht, kann man ja auch schon wieder sich streiten, weil die durch Spiegel Online natürlich nur so groß geworden sind. Aber das, ja, Sie sehen, es kommt auf die Perspektive an. Man kann natürlich sagen, boah, ist das super. Da gibt es Weblogs, die erreichen inzwischen einen Bekanntheitsgrad und einen Verlinkungsgrad, der manche massenmedialen Angebote, Focus Online zum Beispiel, überschreitet. Andersrum, ich möchte jetzt für meinen Vortrag eben genau andersrum argumentieren, die Angebote, die am wichtigsten noch für die Blogosphäre sind, im Hinblick auf sozusagen Verlinkungen und Themen aufgreifen, sind weiterhin die Massenmedien. Mhm. Ja. Weil es geht ja nicht darum, dass sie einfach nur wiedergeben, was zum Schreiben schlägt. Es geht ja genau darum, was der Bildblock schreibt. Ne?
Ja. Ja, okay, nee, hast ja. Nee, du hast natürlich recht, dass in den sozusagen die Verlinkung selber noch nicht aussagt, ob das kritiklos aufgenommen wird oder ob nicht gerade gesagt wird, Spiegel Online hat schon wieder irgendwie Mist geschrieben. Da hast du vollkommen recht, ja. Ich mache noch das zweite Bild, aber das ist natürlich ein Punkt, der hier natürlich auch ein bisschen überspitzt formuliert ist, aber ich führe einfach mal die Argumentation zu Ende. Das ist jetzt hier nochmal wieder aus unserer Umfrage. Über welche Themen wird gebloggt? Also wir haben die aktiven Blogger dann gefragt, was für Themen kommen in euren Weblog vor? Die konnten mehrfach antworten, waren möglich. Und wenn ich nur mal hier so ein paar rausgreife, also wir sehen, dass es dominieren die Berichte, Episoden, Anekdoten aus dem Privatleben, es dominieren eigene Bilder und Fotos, es dominieren kommentierte Links. Das ist so der Kern der Blogging-Praktiken. Über das eigene private, persönliche Leben schreiben oder Links, also Verweise auf andere Webseiten kommentieren. Das, was man vielleicht jetzt gemeinhin und auch hier wieder ein bisschen überspitzt und vereinfacht mit sowas wie dem klassischen Journalismus vielleicht verbindet, politische Themen hat, ich sehe jetzt hier, ich habe gerade die Prozentwerte leider nicht dran, das sind knapp 30%. Ungefähr ein Drittel der Blogger, auch hier wieder immerhin oder nur, bloggt über politische Themen. Aber also was ich deutlich machen will, ist, dass eben überwiegend mehr als zwei Drittel der Blogger jeweils eben sagen, also dass es denen letztlich beim Bloggen darum geht, persönliche Öffentlichkeiten zu schaffen, selber über ihre eigenen persönlichen Erlebnisse zu informieren und die eigenen Interessen und Ideen mit anderen zu teilen. Und nicht, sagen jetzt auf Teufel komm raus, eine Gegenöffentlichkeit zu bilden oder alternativen Journalismus zu betreiben. Gut, das war jetzt so ein bisschen, das war die These, wo ich so ein bisschen auf die, natürlich jetzt am Selbstbewusstsein oder Selbstverständnis der Blogger selber gekratzt habe. Ich komme noch zu einem, wo wir uns vielleicht auch alle wiederum einig sind. Das ist der Mythos von der Irrelevanz. Die schöne Aussage, 99% aller Weblogs sind Müll. Das schöne Bild von den Klowänden des Internets. Das sind also Thesen, oder das ist ein Mythos, der wird sehr gerne von Vertretern von klassischen Kommunikationsberufen ins Feld geführt. Von den Journalisten, von den klassischen, von den Werbern, von den PR-Leuten, von den Öffentlichkeitsarbeitsleuten, von den Marketing-Leuten. Die irgendwie das Gefühl haben, da passiert irgendwas mit unserem Monopol, eine Öffentlichkeit zu erreichen, mit unserem Monopol, Informationen zu selektieren. Und sozusagen als bewusste oder unbewusste Abwehrhaltung gegen diese wahrgenommene Bedrohung kommt dann eben, naja, das ist doch eh alles Mist, banal, Müll. Aber das Interessante ist, dass mit dieser These, dass 99% der Weblogs oder dass Weblogs per se erstmal irrelevant sind, dass da eine ganz interessante Verschiebung in den Maßstäben stattfindet. Wenn diese These vertreten wird, werden meistens Blogs an dem Maßstab von alter massenmedialer Kommunikation gemessen. Sie werden am Maßstab von traditioneller öffentlicher Kommunikation gemessen. Und traditionell war es so, dass was öffentlich ist, gefälligst auch gesellschaftlich relevant zu sein hat. Wir kennen das also ganz klassisch natürlich, wenn etwas in der Tagesschau kommt oder auf der Seite 1 der Tageszeitung steht oder in den, in den 8 Uhr Nachrichten im Radio kommt, dann hat es gefälligst eine Relevanz zu besitzen. Ja, aber es ist ja öffentlich, es wird ja öffentlich gemacht. Nur genau diese Kopplung zwischen Öffentlichkeit auf der einen Seite und gesellschaftlicher Relevanz, was bisher immer zusammengedacht wurde, die löst sich auf. Blogs sind natürlich öffentlich, aber das Relevanzkriterium ist ein ganz anderes. Das Relevanzkriterium ist persönliche Relevanz. Es ist Relevanz für die einzelne Person, für den Blogger, für die Bloggerin, der, wie gesagt, eine persönliche Öffentlichkeit schaffen will, und zwar als Mittel nicht, um die Welt zu erreichen, also zumindest nicht in allen Fällen und nicht erstmal per se, sondern im Grunde erstmal ist meine These als Mittel, um Informationen, Meinungen, Erfahrungen mit denjenigen Personen zu teilen, die entweder die Person selber kennen, also soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten, oder aber die vielleicht das Interesse an bestimmten Themen teilen, also neue soziale Beziehungen zu knüpfen. Das ist also hier ein ganz anderer Punkt. Es wird nicht, um kommunikationswissenschaftlich zu sprechen, es wird nicht versucht, das disperse Publikum zu erreichen, das verstreute Massenpublikum, sondern es werden zumindest in der Mehrzahl der Fälle, auch im Longtail, werden soziale Beziehungen aufrechterhalten. Und zwar, das ist dann soziale Beziehungen von einer sehr, sehr viel geringeren, also oder die Netzwerke, die da entstehen, haben eine sehr viel geringere Größe als das Massenpublikum, was wir sonst immer mit Öffentlichkeit verbunden haben. Und wenn man es so wendet, dann kann man natürlich sagen, dass 99% der Weblogs irrelevant sind. Es ist missverständlich. Man müsste vielleicht eher sagen, dass Weblogs in der Regel für 99% aller möglichen Leser irrelevant sind, weil sie die Person nicht kennen, die dort schreibt. Aber für die jeweiligen Personen, für die jeweiligen Autoren und Autorinnen und für die Leser
besteht natürlich eine ganz hohe Relevanz. Hier ist eine Möglichkeit, eben die eigenen Ideen und Gedanken sozusagen auszudrücken und mit anderen zu teilen. Da war noch, war das eine Frage oder hattest du? Ich hatte nur eine Frage, und zwar dieser erste Punkt, dass die Behauptung der Irrelevanz von Blogs meist von Vertretern klassischer Kommunikationsberufe ins Feld geführt werden, ob das Ihr Eindruck ist oder ob Sie da irgendwelche Belege, irgendwelche Untersuchungen zu haben. Ups, das ist jetzt, ich habe keine im strengen Sinne empirische Untersuchungen, müsste man mal schauen, das ist jetzt im Prinzip eher so ein Eindruck, den ich auch von, also es betrifft nicht nur die jetzt sozusagen die Journalisten und die PR-Leute oder sowas, trifft interessanterweise auch die, auch in der Wissenschaft, auch Wissenschaftler, Kommunikationswissenschaftler zum Beispiel, die Weblogs auch noch ganz stark am Maßstab von der alten massenmedialen Kommunikation dann irgendwie messen. Es wäre mal interessant, also man müsste mal, ich weiß nicht, vielleicht arbeitet irgendwo irgendwer ja an einer entsprechenden Abschlussarbeit oder Dissertation, mal so eine Diskursanalyse, wer äußert sich über Weblogs in welcher Form, das ist jetzt hier ein eher, ich will nicht sagen anekdotischer Eindruck, aber ein Eindruck von mir, der aber, denke ich, so der sich so über die letzten Monate und Jahre dann verfestigt hat. Ich will aber jetzt auch nicht nur, oder hier ist vielleicht noch ein Gegner, auf den wir uns einigen können, wenn wir uns, insofern wir uns hier zur Blogosphäre zugehörig fühlen. Das Interessante aber ist, dass diese Banalisierungsvorwürfe, diese These, Blogs sind irrelevant, nicht nur von außen kommt, sondern natürlich auch innerhalb der Blogosphäre geäußert werden. Das kennen wir auch. Wir kennen Katzen-Content. Wir kennen Strickblogs. Wir kennen die, deren Namen nicht gesagt werden sollen. Auch das, wir müssen wirklich den Namen nicht sagen, weil sonst haben wir hier sofort, das ist ja die Tokyo Hotel Fans riechen das, wenn irgendwo der Zeug den Namen gesagt ist. Also wir haben hier, das sind Dinge, die vielleicht viele von uns auch wirklich aus eigener Erfahrung kennen. Es gibt so ein paar, fast schon, ja, das sind sozusagen Mythen innerhalb der Blogosphäre. Es gibt so bestimmte Running Gags, die immer wieder auftauchen. Katzen-Content ist so einer. Also einfach mehr oder weniger ironisch zu sagen, naja, Katzenbilder posten, naja, wer es mag. Strickblogs sind so wunderbares Beispiel. Tokyo Hotel, also das steht jetzt stellvertretend für Teenager-Blogs. Und natürlich auch, das sind so, ja, Inhalte oder Praktiken des Bloggens, die auch innerhalb der Blogosphäre abgewertet werden. Und zwar, das ist ganz interessant, also aus meiner Sicht ist das möglicherweise eine Strategie, also wenn man sich gegen Katzen-Content, Strickblogs, Tokyo Hotel abgrenzt, kann man vielleicht, also man tut das vielleicht in der Hoffnung, das eigene Tun, das eigene Bloggen, sagen, dann doch wieder relevanter, wichtiger erscheinen zu lassen. Das heißt, man unterstreicht letztlich den eigenen Anspruch, man sagt, naja, es gibt zwar die irgendwie ihre Strickmuster bloggen, aber ich mache ja richtiges Bloggen. Das heißt, implizit wird in diesen Diskursen innerhalb der Blogosphäre darüber, sozusagen, was Bloggen ist und was nicht, wird immer eine Vorstellung vom richtigen Bloggen konstruiert. Und das, meine zweite These, das wird eben einem bestimmten Teil der Blogosphäre gegenübergestellt. Und das ist interessanterweise der eben mehrheitlich von Frauen, vor allem von Teenagern, jungen Frauen geführt wird. Diese Praktiken werden dadurch implizit abgewertet. Es gibt ja aber kein richtiges Bloggen. Johnny Häusler hat auch jetzt gestern, glaube ich, nochmal auf Spreeblick einen schönen Beitrag dazu geschrieben. Es gibt kein richtiges Bloggen. Es ist, oder anders gesagt, was Bloggen ist, wird jeweils immer ausgehandelt. Und für manche Leute mag die eine Form des Bloggens das Richtige sein, weil es für sie passt, für andere das andere. Das Spannende ist nur, dass genau diese Diskurse rund um das richtige Bloggen, dass da jetzt eine Eigenschaft der Blogosphäre auch eine wichtige Rolle spielt, nämlich die Hierarchie. Also anders gesagt, die Chance, dass man sozusagen bestimmen kann, was richtiges Bloggen ist, hängt doch stark mit der Stellung in der Hierarchie zusammen. Und hier ein, das einfach nochmal als Schaubild, das ist sozusagen die typische Power-Law-Verteilung. Das heißt, wenn man hier sozusagen eine Rangliste aller Blogs aufführen würde, nach der Anzahl der Besucher oder der Anzahl der eingehenden Links und das hier auftragen würde, haben wir eben einen kleinen Bereich von Blogs, sagen wir mal die hier, die eine sehr hohe Aufmerksamkeit erreichen, die ein großes Publikum haben. Und das sind die, ob man den Begriff mag oder nicht, das ist die A-List. Das sind die Weblogs, die das Bild von Weblogs dann auch prägen und sowohl nach innen, weil es viel beachtete Weblogs sind, als auch nach außen, weil es die Weblogs sind, auf die externe Beobachter, Journalisten, andere Menschen dann eben stoßen. Nicht umsonst gibt es, wenn man sich Stories irgendwie in Magazinen, in Illustrierten anschaut, gibt es einen bestimmten Kern von Bloggern, der eigentlich immer wieder auftaucht. Das ist, da ist Johnny Häusler dabei, da ist inzwischen Robert Basic dabei, da war sehr lange interessant
als ich selber, ich habe angefangen, so mich Ende 2004 mit dem Bloggen zu befassen und selber zu bloggen, da, damals galt Stefan Mosel, Mo oder Jörg Hansel, waren die Vorzeigeblogger, die inzwischen sozusagen ein bisschen ins zweite Glied gerutscht sind. Es gibt also da tatsächlich wohl Verschiebung, aber trotzdem, es gibt, auch wenn wir selber darüber nachdenken, es gibt eben so ein paar Personen, die gelten so als die Vorzeigeblogger, werden auch gerne immer herumgereicht. Nur, das ist eben wirklich ein ganz, ganz geringer Anteil. Der große, der übergroße, der allergrößte Anteil der Blogger befindet sich im Longtail, also in dem langen, 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 und das ist natürlich hier nicht zu Ende, sondern würde irgendwo hier hinten, würde noch weitergehen, im langen, langen Rattenschwanz, wenn man so will, in dem Teil der Blogosphäre, wo persönliche Öffentlichkeiten stattfinden, also oder gebildet werden, die Angebote, die nur von ganz wenigen, oder nicht ganz wenigen, die von weniger Menschen wahrgenommen werden, aber deswegen, ganz wichtiges Argument, eben nicht weniger relevant sind. Ich komme zum Fazit. Ich hatte oder wollte argumentieren hier in diesem Vortrag, dass wir in der Diskussion rund um Weblogs ganz unterschiedliche, also verschiedene Verallgemeinerungen finden, die von ganz unterschiedlichen Positionen oder Akteuren auch geführt werden, außerhalb wie innerhalb der Blogosphäre, die aber der Vielfalt, so mein Argument, eben nicht gerecht werden. Manche dieser Mythen sind Zuschreibungen von außen, von Personen, die die Blogosphäre selber nicht kennen oder nur vielleicht als Leser kennen, die selber nicht bloggen, die sich vielleicht auch vom Bloggen abgrenzen wollen, aus welchen Motiven auch immer. Manche Mythen entstehen innerhalb der Blogosphäre, sind sozusagen Mythen, die weitergetragen werden, um das eigene Tun auch zu rechtfertigen oder das eigene Tun zu identifizieren. Gemeinsam ist aber diesen Mythen, dass sie sich eigentlich immer nur auf einen kleinen Ausschnitt der tatsächlichen Praktiken des Bloggens konzentrieren. Und da, das dritte Argument hier wirklich auch nur kurz angerissen, ist es eben so, dass bestimmte Akteure eine höhere Chance haben, das Bild von Weblogs zu prägen, das sich eben nach innen wie nach außen dann durchsetzt oder dominant ist. Wenn ich dem entgegensetzen will, und jetzt komme ich zum salbungsvollen Schluss, will man das Bloggen aber ernst nehmen, dann muss man den Longtail ernst nehmen. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Markus muss jetzt ein Interview geben, deswegen hat er mich gebeten, die Frage- und Antwortrunden ein bisschen zu moderieren. Ich denke, das war ein ziemlich dichter, sehr interessanter Vortrag von Jan Schmidt. Gibt es bestimmt Fragen zu, noch weitere, die ja schon angeklungen sind? Die würde ich jetzt gerne von euch hören. Hier. Ja, ja, danke. Habt ihr eigentlich jemals verglichen, inwieweit sich die deutsche Blogosphäre, gerade auch in Bezug dessen, mit was sie sich auseinandersetzt und wie sie sich auseinandersetzt, international also dasteht und vergleicht? Mein persönlicher Eindruck ist zum Beispiel, dass die amerikanische viel politischer ist als die deutsche. Bestätigen das irgendwelche Studien oder habt ihr da mal Vergleiche gemacht? Nein, also es ist meines Wissens nach, gibt es noch keinen systematischen Vergleich der deutschen Blogosphäre mit der Amerikaner, wo zum Beispiel sozusagen parallele Umfragen gemacht wurden. Es gibt natürlich dieser Eindruck, den du schilderst, dass in den USA die, vor allem in den Top-Blogs eben sehr viel mehr politische Angebote vertreten sind, der, denke ich, trügt nicht. Das ist auch das jetzt sozusagen nicht empirisch fundiert im engeren Sinne, aber ich denke, das ist so, auch wenn man sich meinetwegen mal die entsprechende A-List in den USA anschaut und das mit unserer vergleicht, denke ich, kann man das so sagen. Das hat was sicherlich was damit zu tun, oder mit verschiedenen, hat verschiedene Ursachen. Wir werden da, glaube ich, auch morgen in diesem Panel Politik und Web 2.0 nochmal drauf kommen. Die USA haben ein anderes Mediensystem, sie haben ein anderes politisches System und sie hatten so zwei, drei Schlüsselereignisse, Präsidentschaftswahlkampf 2004 und sozusagen Irakkrieg mit den Vorläufern und sozusagen jetzt den Nachwehen, die zusammengenommen einfach dazu geführt haben, dass in den USA ein sehr viel stärkerer Bedarf für eine politische Gegenöffentlichkeit herrscht. Demgegenüber ist, würde ich argumentieren, wir haben in Deutschland hier, wir haben öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir haben eine relativ breit, auch sozusagen ideologisch breite Tagespresse, überregionale Tagespresse. Ich weiß nicht, also meine Vermutung oder meine Ursache wäre, dass es eben auch an diesem anderen Mediensystem liegt. Ich fände es unglaublich spannend, ich würde sehr gerne mal vielleicht auch in Europa Vergleiche machen. Ich habe, wenn alles klappt, toi toi toi, ich habe Kollegen in Polen, die in der polnischen Blogosphäre entsprechende Studien machen und mit denen würde ich zum Beispiel gerne mal so eine parallele Umfrage machen. Wenn irgendjemand hier im Raum ist, der entsprechende Ideen noch hat, gerne mich dann hinterher ansprechen, weil das sicher sehr spannend wäre und das jetzt sozusagen der nächste logische Schritt wäre, mal zu gucken, wo kommen diese Unterschiede dann her. Weil dass es Unterschiede gibt, vielleicht als letzter Satz, das denke ich, ist unbestritten.
dann müsst ihr verteilen. Ach so, ja. Ich laufe einfach dem Mikrofon hinterher. Ja, oder bringst einen hin. Wollen wir es mal kurz versuchen zu sammeln? Wie viele Fragen haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, das kriegen wir hin. Ich fange einfach mal vorne an und gehe da mit dem Mikrofon ein bisschen rum. Es gibt auch noch ein zweites Mikro. Vor einer Weile war es ja immer sehr wichtig oder immer noch ein viel diskutierter Fakt, wie viele Blogs es überhaupt gibt. Inzwischen ist das ja jetzt nicht mehr so wichtig, vielleicht weil die Leute auch verstehen, dass es eben nicht um die gesamte Anzahl geht, sondern schon um die einzelnen Nischenöffentlichkeiten, eine Longtail. Aber trotzdem nochmal die Frage, kann man das irgendwie abschätzen? Gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit rauszufinden, wie viele Blogs es insgesamt, wie viele deutschsprachige Blogs es gibt? Und wenn nein, warum ist das so schwierig? Naja, es ist so schwierig, weil es eben kein zentrales Verzeichnis gibt, sozusagen das Katasteramt der Blogosphäre oder sowas. Man könnte, der Olbert versucht ja auch im Moment gerade, die Bloghoster dazu zu bringen, aktuelle Zahlen beizubringen. Nur hat man dann eben nur einen Teil, nämlich den gehosteten Teil, die Standalone-Blogs, die auf dem eigenen Server irgendwie installiert werden, die lassen sich einfach sozusagen nicht abschätzen. Dazu kommt das Problem, dass man sich darauf einigen muss, wann ist ein Blog sozusagen noch aktiv. Und die Blogs, die nicht mehr geführt werden, verschwinden ja auch in dem Sinne erstmal nicht. Ich habe letzten Herbst habe ich mal, da kamen kurz nacheinander zwei Studien raus, die repräsentativ für die deutschen Onliner waren und die abgeschätzt haben, wie viele Leute Blogs nutzen. Und ich habe da dann damals das mal versucht, so hochzurechnen und irgendwie ein bisschen zu schätzen und kam dann auf 1 bis 1,5 Millionen Blogs. Mit dem Gedanken im Hintergrund, dass es natürlich auch dass es Personen gibt, die mehrere Blogs führen. Ich habe das alles sozusagen mit eingerechnet. Ich habe es, wenn es interessiert, ich kann dir den Link mal schicken, da habe ich das so ein bisschen extrapoliert. Aber das ist, ich fühle mich da auch immer unwohl. Also die Frage kommt natürlich immer, wie viele Blogs gibt es denn jetzt oder wie viele Blogger? Weiß nicht. Gerade im internationalen Vergleich wird das ja gerne ins Feld geführt. Welches Land bloggt mehr und warum und woran könnte das liegen? Gerade Frankreich wird ja ganz viel gebloggt, in Polen soll auch ganz viel gebloggt werden, USA sowieso. Und Deutschland halt verblüffenderweise eben entsprechend wenig. Das wird ja immer als These in den Raum gestellt, wo man ja gar nicht genau weiß, warum. Warum die Leute darauf kommen, das so zu behaupten. Also auch da ein Grund, denke ich, der also für Frankreich und für Polen wiederum zumindest, denke ich, ganz wichtig ist, dass es in beiden Ländern relativ früh sehr wichtige und reichweitenstarke generelle Online-Portale gab. In Frankreich war es, glaube ich, Sky, in Polen weiß ich den Namen nicht, aber es ist ein sehr beliebtes, auch gerade bei Jugendlichen, ein sehr beliebtes Portal und die haben Blogs eingeführt. Und das ist also ein bisschen vielleicht so, wie in Deutschland Viva vor 3 Jahren gesagt oder MTV Deutschland gesagt hätte, so, wir machen jetzt Blogs und wir pushen das auch im Fernsehen, dann denke ich, wären wir ja auch bei anderen Größenordnungen. Also das hat, glaube ich, sicher was damit zu tun, aber wahrscheinlich auch nicht die einzige Erklärung. Es wäre auch das sicher so ein interessanter Punkt, wenn man so eine vergleichende Studie macht, sich tatsächlich mal so Meilensteine in Anführungsstrichen anzugucken. Also wann sind Blogs sozusagen in die Massenmedien übergeschwappt? Wer sind die großen Akteure? Wo ist deren Hintergrund? Sind das Neugründungen oder bauen die auf etablierten Portalen auf? Und dann kommt man der Antwort vielleicht ein bisschen näher. Ich habe eine Frage bezüglich Sprache, Land. Also deine Forschung bezieht sich eher auf Menschen, die in Deutschland sind oder in deutscher Sprache bloggen. Und wenn ja, wo sind die Unterschiede und wie ist ja generell der Forschungsschwerpunkt? Ist das eher sprachenbasiert oder eher länderbasiert? Teils. Also die Umfrage, die wir durchgeführt haben, war sprachenbasiert. Also da haben wir dann auch, da hatten wir bis mehr als 80% Leute aus Deutschland, ich glaube knapp unter 10% österreichische Blogger und 5 oder 6% Schweizer und der Rest waren wirklich dann aus anderen Ländern. Das war einfach, weil wir halt ganz schlecht jetzt sagen wollen, okay, in der Umfrage dürfen jetzt nur Leute aus Deutschland mitmachen, wenn wir albern. Weil letztlich ist ja auch für den einzelnen Blogger, macht es ja erstmal keinen Unterschied, ob das jetzt jemand ist, der in Wien sitzt oder in Zürich oder in Hamburg oder in Bamberg oder so, solange man das versteht, was da geschrieben wird und interessant findet. Bei den, was ich gerade genannt hatte, diese Schätzung mit den 1 Million oder 1,5 Millionen, die basierte auf einer Umfrage unter deutschen Onlinern, also da wurde repräsentativ für die deutsche Onlinerschaft habe ich das sozusagen hochgerechnet. Ich tippe mal, das ist jetzt aus dem Bauch raus, dass aber generell die Anteile, was so die Anteile der Blognutzer angeht, in Österreich und der Schweiz ungefähr auf dem gleichen Niveau sind. Also ich würde nicht sagen, dass in Österreich jetzt irgendwie 50% der Leute bloggen oder nur 1%. Deswegen könnte man dann sozusagen da auch nochmal entsprechend hochrechnen.
So, wer, es gab weitere Fragen da hinten. Wollen wir es so machen, dass sich die Fragesteller kurz vorstellen, vielleicht? Einfach nur, um das ein bisschen interessanter zu gestalten. Dann fange ich gleich an. Ich bin Martin Oetting, ich blogge auf Connected Marketing. Und ich habe eine Sache nicht verstanden. Du hast gesagt, diese These mit der Gegenöffentlichkeit hast du so ein bisschen der widersprochen. Unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass viele Journalisten auch bloggen. Das ist für mich eher wieder ein Grund, auch entsprechend dem, was hier von hinten kam vorhin, daran zu glauben, dass es eher eine Gegenöffentlichkeit ist. Denn wenn die Journalisten sich da reinbegeben, sich auf Augenhöhe begeben, in die Diskussion einsteigen, sich austauschen, von dieser Gegenöffentlichkeit lernen, spricht das doch eher dafür, wäre meine Frage. Okay, war, also ich hätte vielleicht ein bisschen, also dieses Argument, dass Journalisten auch bloggen, ist eigentlich streng genommen ein Gegenargument, Bloggersphäre und Journalismus ganz klar zu trennen. Das hat mit der Gegenöffentlichkeit, hast du recht, ist vielleicht, hat vielleicht nicht da, also berührt es nicht ganz zentral. Ich denke, also für Journalisten ist es natürlich ganz spannend, oder da ist die interessante Frage, wo sind ihre Blogs dann eingebunden? Sind die also Teil von etablierten, meinetwegen von der Mutterzeitung oder sowas? Oder sind es Blogs, die die Journalisten vielleicht privat führen oder als Teil, wenn man so will, von so einem freiberuflichen Portfolio? Weil ich denke, das macht auch nochmal einen Unterschied, wie dann sozusagen der Stil von journalistischen dann der Blogs aussieht. Aber du hast recht, das Argument, dass Journalisten bloggen, ist vielleicht ein bisschen schwach, um das der Gegenöffentlichkeit entgegenzusetzen. Stimmt. Ich hätte noch eine. Stefan Baumann, ich blogge auch bei den Hardblogging Scientists. Was hat es mit der Mythos Klickenbildung auf sich? Also inwieweit ist es denn nicht so, dass die Blogosphäre lediglich ein Spiegel der realen Netze ist, wenn man auf Blogrolls, Multiautoren-Blogs, Commenting guckt? Hattet ihr da Gelegenheit, mal reinzugucken? Du meinst, ob die Blogger jetzt Kontakt zu Leuten haben, die sie aus dem echten Leben kennen oder nicht? Ja, haben wir gefragt, da hatten wir... Das war ist ein bisschen schwierig abzufragen gewesen. Wir hatten so eine ziemlich unübersichtliche und ganz unglücklich formulierte Frage eigentlich. Die Leute sollten ankreuzen für verschiedene Gruppen, nämlich Freunde, Verwandte, Kollegen, wenn es irgendwie zutrifft, oder Leute, die sie nicht kennen, ob sie wissen, dass diese Leute ihr Blog lesen, ob sie wissen, dass diese Leute ihr Blog nicht lesen, ob sie es vermuten und so weiter. Das war nicht besonders schlau formuliert, haben wir dann irgendwie, ist uns durchaus nicht aufgefallen, und die Frage haben wir dann in der zweiten Umfrage dann auch rausgekippt. Nur beim ersten Mal, also das, was da rauskam, war, dass jeweils, glaube ich, mehr als 70% gesagt haben, sie wissen, dass Leute ihr Blog lesen, die sie persönlich kennen, also Freunde, Bekannte. Und sie wissen aber auch, dass Leute ihr Blog lesen, die sie nicht persönlich kennen. Das war ein bisschen ein kleinerer Anteil. Das heißt, anscheinend erfüllen Blogs sozusagen beide Funktionen. Bereits bestehende Netzwerke, bestehende Beziehungen aufrechtzuerhalten. Das ist, wenn man nochmal wieder an den Longtail denken, gerade bei den Teenagern sind das eben Leute aus der Schule, aus der Clique. Bei uns sind es vielleicht dann die Leute, die euch auf der Republika kennenlernen oder sowas. Also Leute, die man persönlich kennt. Und dann aber, das hat ja verschiedene Ursachen, ist ein Blog eben auch eine gute Möglichkeit, um Kontakt zu Leuten aufzubauen, die vielleicht bestimmte Interessen teilen, die vielleicht zufällig durch Google oder einen anderen Verweis auf das entsprechende Blog kommen und mit dem Thema was zu tun haben. Was ich mal sehr, sehr gerne machen würde, auch das... Wäre ein unglaublich spannendes Thema für eine Abschlussarbeit. Ich würde sehr gerne mal eine Analyse von diesen Stöckchen machen. Von diesen Stöckchen, die kursieren. Weil da ist es nämlich, das ist so eine Art Subpraxis vom Bloggen, wo Leute einmal ein bisschen was von sich preisgeben, je nachdem, wie das Stöckchen formuliert ist, irgendwie 5 Fragen, deine Lieblingsbücher oder sowas. Und dann ja angeben, an wen sie das Stöckchen weiterwerfen. Und das mal irgendwie rauszubekommen, zu fragen, okay, warum reicht das an die weiter? Kennt ihr diese Leute persönlich? Zu gucken, ob es da Unterschiede gibt, nach Art der Stöckchen oder nach Art des Blogs, an wen es weiterverwiesen wird. Also das wäre so ein, finde ich, ein unglaublich spannendes Thema, um sich mal diesen Netzwerken, die in der Blogosphäre herrschen und geknüpft werden, dann zu nähern. Ihr habt doch da in Kaiserslautern, habt ihr doch so ganz tolle Werkzeuge. Wir können ja mal, lass uns mal ein Projekt. Achso, Entschuldigung, Stöckchen, sorry. Stöckchen sind, kurze, Äste.
Also Stöckchen sind, wenn man so will, ganz kurze Fragebögen oder kurz, je nachdem. Das Netz ist wieder ein bisschen. Also Fragebögen. Frage, zum Beispiel jetzt hier das Bierstöckchen. So, da hat er irgendwo irgendwer mal angefangen, hat einfach ein paar Fragen zu Bier aufgeschrieben. So, welche Biersorte trinkst du am liebsten? Welche Marke? Drei Biere, die mal jemand getrunken haben sollte. So, man beantwortet die Fragen für sich. Und was ist das denn? Beantwortet die Fragen für sich und sagt dann am Ende. Jetzt in dem Fall, wer soll weitersaufen? Also man reicht dann dieses Stöckchen an Leute weiter. 3, 4, 5 Leute. Verlinkt die oder verlinkt deren Blogs und sagt, okay, und ihr seid die Nächsten. Und die, wenn es klappt, nehmen die das auf, sagen dann am Anfang meistens, aha, der und der hat mir ein Stöckchen zugeworfen. Jetzt beantworte ich die Frage und ich nenne dann auch wieder 5 Leute. Also es ist so eine Art, so eine Mischung aus ja, so Kettenbrief-Schneeball-System, hat aber auch viel mit natürlich mit dem zu tun, was Weblogs ausmachen, nämlich dass man sozusagen authentisch kommuniziert, was über sich selber antwortet. Ein sehr beliebtes Stöckchen in den letzten Monaten waren so 5 Dinge, die niemand von mir weiß. Und das war halt sehr spannend zu beobachten, weil das eben, wenn dann teilweise das Blogger, die wirklich relativ bekannt sind und vielen gelesen werden, wenn die dann selber auch darüber reflektiert haben, was sie denn jetzt von sich selber eigentlich noch preisgeben wollen, was wissen Leute nicht, was wollen sie aber in der Öffentlichkeit ihres Blogs sagen. Also es ist aus verschiedener Hinsicht, soziologisch, kommunikationswissenschaftlich, unglaublich interessant. Und das Spannende ist eben, dass man hier tatsächlich nachverfolgen kann, wäre die Vermutung, dass man nachverfolgen kann, wo solche Netzwerke existieren. Dass man eben zum Beispiel fragen könnte, warum hast du das Stöckchen an bestimmte Leute weitergereicht? Kennst du die oder willst du einfach nur wissen, was die denken? Ja. So, ich glaube, wir hätten da hinten auf der linken Seite des Saals noch eine Frage. Vorhin jedenfalls mal. Ja. Ja, mein Name ist Matthias Burzinski von unruhe.de. Ich habe mal eine Frage zu der Hierarchie, die du vorhin aufgezeigt hast, zwischen dieser kleinen Spitze und diesem langen Schwanz. Und die Frage ist eigentlich, bildet sich da eigentlich nichts anderes ab, was man aus dem echten Leben mehr oder weniger auch so kennt, und setzen sich auf diese Weise nicht auch dann letzten Endes nur ganz wenige Meinungsbildner durch, sodass das auch so ein bisschen Märchen, dieses Märchen von der Demokratisierung da auch eigentlich wirklich nur ein Märchen ist? Und zweite Frage noch, was unterscheidet eigentlich diesen langen Schwanz dieser persönlichen Blogger von denjenigen, die sich nachmittags in eine Talkshow setzen und sich da entblößen und irgendwie ihre Identität suchen? Also das Zweite, machen wir mit der zweiten Frage. Das ist jetzt auch wieder persönlicher Eindruck. Ich vermute mal, ich weiß nichts über die soziodemografischen Merkmale von so Talkshow-Gästen. Ich weiß, dass in der Blogosphäre wir tendenziell noch ein etwas höheres formales Bildungsniveau haben. Aber das ist jetzt, das merkt man vielleicht nicht immer, wenn man sich die. Aber. Das Prinzip, na klar, das wäre so ein Argument. Das Prinzip ist sozusagen, ich gehe in die Öffentlichkeit, um mich selber, um Dinge von mir zu präsentieren, um mich damit selber in meiner Identität auch zu bestärken. Ich denke das Talkshow gehen, denke ich, ist viel kurzfristiger natürlich. Das ist so und hat vielleicht noch ein bisschen mehr Appeal, weil da weiß man, wenn man es geschafft hat, bei Bärbel Schäfer zu sitzen, dann erreicht man, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer das hat. 20 Millionen? Nee, 20. 20 Zuschauer, okay. Also ey, sozusagen im Longtail der Talkshows. Nee, aber das ist, wenn man so will, Instant Publicity, wenn man es dann einmal reingeschafft hat, aber natürlich auch Austauschbarkeit. Beim Bloggen ist es natürlich so, dass man, selbst wenn man das drauf anlegt oder gerne möchte, dass man langfristig bloggt, dass man auch sich so einen Leserstamm heranbastelt, das dauert natürlich länger. Also insofern ist es vom Zeithorizont was anderes. Man hat beim Bloggen aber natürlich auch eigentlich viel mehr Kontrolle über das, was man von sich preisgibt und auch wie man sich selber präsentiert. Also es sind
ich weiß nicht, ich würde mich jetzt hier ungern sozusagen aus dem Stegreif in so ganz grundsätzliche kulturtheoretische Argumente reinlassen. Und wäre mal interessant, sozusagen, sozusagen diese Verbindungslinien, wenn man so will, medialer Exhibitionismus, medialer Voyeurismus und dann Blogs und Talkshows, um das mal irgendwie zu vergleichen. Dass es da Berührungspunkte gibt, okay, das denke ich auch. Die erste Frage war das mit der Struktur. Ja, also klar, solche Hierarchien, vielleicht nicht in dieser ganz ausgeprägten Form, findet man natürlich auch in anderen Bereichen. Wir finden sie generell, das ist eine Struktur, die im Netz ganz generell oder in vernetzten Umgebungen, in Netzwerken ganz generell weit verbreitet ist, dass es eine kleine Anzahl von Knoten gibt, die sehr stark verlinkt sind, die also wirklich eingehende Links bekommen oder stark beachtet werden und dann eben sehr viele, die sozusagen locker als Peripherie drumherum liegen. Und das Interessante ist aber, dass man dieses Muster, also sozusagen, wenn man reinzoomt, dieses Muster dann auch in kleinerer Ebene trotzdem immer wieder findet. Also Scale-Free Networks wäre dann so der Ausdruck. Das ist also, wenn man sich jetzt hier diese, wenn man sich diese Hierarchie anguckt und meinetwegen nur reinzoomen würde im Mittelteil, dass man da auch wieder diese gleiche Kurvenverlauf finden würde. Sozusagen, wenn man hier den Teil rausschneidet, der jetzt hier ganz flach wirkt und es entsprechend hoch skaliert, hätte man auch wieder so eine ähnliche Verteilung. Es gibt so ein ganz interessantes Buch von einem Physiker, Barabasi heißt der hat sehr viel auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen zu diesem Power Law geforscht. Und der sagt, dass es eigentlich im Grunde zwei Prinzipien gibt, die zu solchen Netzwerken oder solchen Verteilungen führen. Es ist inkrementelles Wachstum, also im Lauf der Zeit werden immer neue Verbindungen geschaffen. Und er nennt es dann Preferential Attachment, dass eine Chance besteht, oder dass die Knoten, die schon eine größere Anzahl von Aufmerksamkeit oder eingehenden Verbindungen haben, dass die größere Chancen haben, weitere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Analogie, beliebte Blogs haben eben eine größere Chance, Leser zu bekommen, weil sie auch von ganz vielen anderen Blogs verlinkt werden und dadurch sozusagen weiter in der Popularität wachsen. The rich get richer, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Das sind so die populärwissenschaftlichen Umschreibungen dann. So, wenn es keine weiteren Fragen gibt, würde ich mich bedanken. Jan, vielen Dank.